Für mich ist der zentrale Konflikt von Boris Godunow eigentlich ein sehr menschlicher. Es geht im Prinzip eigentlich um enttäuschte Hoffnung. Die Hoffnung eines Herrschers, der ein guter Herrscher sein wollte, der sein Land in eine bessere Zukunft führen wollte und dem dafür aber alle Mittel recht gewesen sind und der letztendlich dann an seinen Schuldgefühlen zerbricht. Und demgegenüber das Volk, das immer die Hoffnung hat, dass es eine Lichtgestalt gibt, die sie aus dem Elend herausführt. Und letztlich bleiben sie aber immer mit sich selber allein. Die Rolle des Chores, das sind wir alle. Das ist das Volk, der Spielball der Macht, der aber auch durch seine Passivität und seinen stagnativen Charakter diese Systeme der Macht auch erst ermöglicht. Wir haben versucht, die Bühne so reduziert wie auch diese Urfassung zu machen, in der es im Prinzip sehr stark um die menschlichen Konflikte geht, um den Menschen, um die Psyche. Deswegen haben wir einen sehr kargen, dunklen Bühnenraum, in dem diese Lichter sind. Die Lichter, das sind Ghostlights. Ghostlights sind Lampen, die man in Amerika nachts auf die Bühne stellt, damit es nicht so dunkel ist, damit die Leute nicht stolpern. Und mir kommt das manchmal so vor, und auch in diesem Stück war das so ein bisschen die Idee, dass der Mensch mit seinem Licht, sein Licht mit sich durchs Leben schiebt, durch alle Gezeiten, durch alle Machtgefüge. Und letztlich es darauf ankommt, was machen wir damit? Nutzen wir es gegen jemanden? Stellen wir uns zusammen, damit es heller wird? Das ist so das Schaurig-Schöne am Menschsein.